So, ja, weiter geht's. Wir versuchen erstmal Graham ausfindig zu machen, der uns ja eine Karte anbieten kann. Oh, da ist Bloodwind. Oder er wird die uns zeichnen, wahrscheinlich sogar für lau, für gar nichts, so wie es sich anhört. Oh, Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Ja. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ja, das haben wir schon von Spaff. Spaff oder Spaff, der Koch. Und von Fletcher gehört. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay, gut. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann von zwei Leuten das Ansehen kriege. Weil im Grunde genommen hat mir das ja auch schon Fletcher gesagt. Graham, wo bist du? Ja, wo bist du, Graham? Na, Jesse? Pinkman? Den habe ich noch nicht gesehen. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Warme Worte. Oh, Herrick, wer ist das denn? Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwind unterhalten. Warum? Was willst du? Oh mein Gott. Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Oh mein Gott. Hey, du. Was? Ich habe gehört, du wolltest Bloodwind kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwind hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Ja. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Gut. Wir suchen das Weite. Weil der ja beschützt werden kann von Bloodwind. Deswegen renne ich mal weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, macht der Schaden. Wie kann ich denn nach hinten gucken? Ach so. Komm zurück, du Feigling! Okay, das ist der Spruch dafür, dass er uns nicht mehr verfolgt. Dumm gelaufen. Ob er uns jetzt gleich wieder angreift? Suchst du wieder Streit? Nee. Der macht zu viel Schaden. Aber jetzt ist er erstmal ruhig. Das ist gut. Ja, fiese Sache. Scheiß Bloodwind, ne? Ja, das ist echt gefährlich. Wenn das jetzt öfters so läuft, habe ich ein Problemchen. Dann überlege ich echt, Schutzgeld zu zahlen. Geh weg, mit dir rede ich nicht. Scheiß Bloodwind. Oh, ich glaube, mich hat keiner gesehen. Aber ich habe keine Dietriche. Ha, ha, ha. Doof.
Hier sind aber auch echt viele Kisten abgeschlossen. Das ist halt das Problem. Was haben wir denn hier? Hey, du! Ah, da ist auch ein Schloss vor. Und er hat mich gesehen. Ja. Graham. Dusty. Ja, okay. Nichts Neues. Buddler. Gehen wir mal runter. Ich glaube, hier war ich noch nicht ganz. Ah, hier, guck mal, hier ist noch so ein Junkie. Balparvis. Ja, beeil dich mal mit dem Aufrauchen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Kein Interesse. Na, fragen wir doch mal, was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Magie? Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ja, weise Worte, würde ich mal sagen. Templer kann man da werden. Aber das ist überall tätowiert, auch am Nacken. Nicht so viel quatschen, ja. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt, zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten. Mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Kann schon sein. Erzähl mir mehr von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Warum passiert sowas immer wieder? Ich glaube. Ich will erstmal eine Karte haben. Das ist das Wichtigste. Bevor wir hier weitermachen, brauche ich eine Karte. Fisk. Zeig mir deine Ware. Nee, der verkauft nur Waffen und Dietriche. Oh, warte mal, Dietriche. Einer kostet 10 Erz. Ach du liebe Zeit. Nee, ich versuche die mal lieber erstmal so zu finden. Dexter. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Jawohl, er hat eine Karte. Die müssen wir versuchen, ihm abzuziehen. Er hat den besten Stoff. Ja, ich merke schon. Der hat hier Joints. Okay. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut,
Ich glaube, mein Typ versucht gerade, ihn zu klauen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz Vorschuss. Das finde ich gut. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Oh. Kein Erz, kein Rezept. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Ich will das Erz jetzt haben. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. Ach so. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen. Was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Wo ist das Sektenlager? Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Oh. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Okay. Was ist das für eine Position? Oh. Steck die Waffe weg! Ja, ist gut, ich renn weg von euch. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Gut. Was war das für eine Haltung gerade, die ich hatte? In seiner Haut will ich trotzdem. Aha. Immer wieder dieselbe Leier, das passiert mir nicht. Aha, aha, aha. Das ist, okay, normaler Faustkampf, das brauche ich nicht. Versuchen wir doch mal hier was zu klauen. Alles, was ich kriegen kann, ist wichtig. Selbst ein Becher. Wie sieht's denn aus? Die Truhe ist bestimmt abgeschlossen. Hä? Ja. Du kannst wenigstens sagen, dass du Dietrich brauchst oder so. Na gut. Ahahaha. Wer wohnt hier? Hey, du. Butler. Die richtige Entscheidung. So, hier ist... Wow. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ja, ist ja gut. Mordrak. Stimmt es, dass du der Kurier für die Magier bist? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Mhm. Absolut idiotisch. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt.
Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist doch interessant. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will? Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Gut, ich würde sagen, wir gehen gleich mit ihm mit. Bloß davor kaufen wir uns die Karte von Dexter. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, da ist er. Zeig mir deine Ware. So. Ich habe hier nur den besten Stoff. Dann machen wir das doch mal so. Die Karte. Annehmen. Ah, okay. Ich muss wirklich tatsächlich 50 Erz hier reinschieben. So. Gut. Jetzt habe ich eine Karte. Ich drücke mal M. Yep. Jetzt sieht man doch auch mal was. Super gut. Okay, das in der Mitte ist wohl das alte Lager. Unten rechts wird wohl das Sumpflager sein. Das neue Lager. Vielleicht links. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt können wir erstmal mit Mordrake mitgehen. Das ist doch gut. So, also dann, in der nächsten Folge gehe ich da mit dir mit. Bis dann.